Thomas, herzlich willkommen in Graz mit einer Ladung Bücher, mit einem wunderbaren Werk. Ganz einfach zunächst gefragt, wie fühlt sich das an, das eigene Werk in einem solchen Kompendium jetzt versammelt und verfasst zu sehen? Ja, das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, weil es einen Prozess zum Abschluss bringt. Und man damit nochmal die Möglichkeit hatte, eine wirklich sehr lange Zeitspanne mit unterschiedlichsten Erfahrungen, Begegnungen, Zusammenarbeiten noch einmal zu reflektieren und letztendlich irgendwie in einem Werk irgendwie zu versammeln. Das ist wirklich wie so eine Rhythmisierung, die einem hilft, irgendwie natürlich auch irgendwie die eigene Arbeit noch besser zu verstehen und sie auch zu einem Baustein des eigenen Lebens werden zu lassen. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass so viele enge Weggefährten, Jenna, mit der wir viele Projekte zusammen gemacht haben, sie hat das schon gesagt. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass Lorenz heute hier ist. Eine ganz intensive, großartige Zusammenarbeit, auch über Jahrzehnte. Und ich freue mich natürlich, hier zu sein, weil wir mittlerweile natürlich auch schon über Jahrzehnte zusammenarbeiten. Und das ist für mich auch eine der schönsten Zusammenarbeiten überhaupt mit Institutionen im Kunstraum gewesen. Ja, wir haben ja zunächst so etwas wie eine Retrospektive im Frühjahr gemeinsam gemacht, auch mit Lorenz gemeinsam, wo sehr viele oder der Großteil der Filme, die hier auch bearbeitet sind, textlich bearbeitet sind, bildlich bearbeitet sind, wie ein Drehbuch quasi auch ins Buch übersetzt worden sind, ausgestellt waren. Und wir tun das jetzt bewusst auch noch einmal hier, nicht einfach als Buchpräsentation, sondern auch als in einem fast metasprachlich gesagt, als eine Aufnahme in unser kuratorisches Arbeiten, das in der Tat über Jahrzehnte geht und das in einer gewissen Weise immer auch den Aspekt von Religion in der Gegenwartskunst im Blick hat. Und ich finde, dass gerade dein Werk diesen Aspekt von Religion in der Gegenwartskunst in einer Weise widerspiegelt, wie es auch kaum vergleichbar Ähnliches gibt. Nicht nur, dass du Bilder produzierst, Bilder produziert hast, Bilder hergestellt hast, Bilder bearbeitet hast, die Themen der Religion berühren, aber nicht im Sinne ikonografischer Natur, auch nicht im Sinne von Ikonografie in dem Sinn, was man davon erwartet. Wenn man zum Beispiel eine Nonne ins Bild setzt als Cineast, gibt es gewisse Regeln in der Massenkultur, wie das vorzugehen hat, sondern du hast auch diese scheinbare, klare Wiedererkennbarkeit noch einmal gebrochen in eine Einfachheit hinein, die fern von massenmedialen Zugriffen auch produziert wird. Und ich glaube, dass diese Form von, sage ich mal, Ikonoklasmus, Verweigerung auch, wie mit Religion umgegangen wird, hin in eine Innensicht, sage ich jetzt mal sogar des Glaubens, wie ich es in dieser Form tatsächlich nicht kenne. Insofern glaube ich, ist tatsächlich so etwas wie eine Kongruenz zwischen uns als Museum für Gegenwartskunst und Religion und deinem Werk, das jetzt ganz nüchtern kunsthistorisch betrachtet eine Reflexion über das Porträt ist, gegeben. Und gerade in dieser nüchternen kunsthistorischen Reflexion als Selbstbefragung, als Befragung des Mediums Porträts, diese Dimensionen von Spiritualität, von Glauben, von Endlichkeit, von Unendlichkeit hineinzuverweben, Fragen von Sinn, Frage von Dasein, Zweck des Daseins, von Existenzialität, das ist doch unglaublich beachtlich, um das gleich mal zu Beginn loszuwerden, warum wir diese Nähe auch gefunden haben über diese Jahrzehnte hinweg.
Ja, deshalb ist es für mich natürlich eine ganz besondere Freude, dass jetzt mein und das Filmarchiv von der Zusammenarbeit mit Peggy, meiner Frau, nicht zuletzt sind für mich zumindest irgendwie die bedeutendsten Arbeiten aus diesem Werk zusammen mit ihr entstanden. Und es ist eine ganz große Freude, dass jetzt dieses Archiv in das Kultummuseum übergeht, weil es eben so ist, wie du es gesagt hast. Es gibt eine ganz tiefe innere Kongruenz, die sich eigentlich, finde ich, irgendwie so zwischen dem Werk eines Künstlers und der Institution, die Kunst ausstellen, eigentlich kaum finden lässt. Wir arbeiten ja mittlerweile auch seit 15 Jahren zusammen. Ich habe das Kultum davor auch schon immer beobachtet, bin den Ausstellungen gefolgt, weil sie natürlich für mich von Interesse waren. Und habe da einfach gesehen, dass das hier ein Ort ist, wo Kunst mit wirklich existenziellsten Fragestellungen verbunden ist. Und das ist ja, das, wenn man sich sozusagen irgendwie sehr intensiv mit Existenz auseinandersetzt, dann ist man ja sehr schnell in einem Bereich, in den auch metaphysische Dimensionen mit hineinreichen. Und ich habe das Kultum immer als eigentlich europaweit als den Ort erfahren, wo eine Kontinuität, eine Wahrhaftigkeit in der Auseinandersetzung eben mit diesen ganzen Fragen, die dann auch den Raum öffnen in metaphysische Fragen, verfolgt haben, egal was für ein Zeitgeist im Hintergrund war, egal ob das von einem öffentlichen Diskurs und Interesse gedeckt war, sondern einfach aus einer inneren Überzeugung, aus einem inneren Auftrag. Und von daher ist das für mich eigentlich der Ort, wo ich meine Arbeit sehe, und ich freue mich jetzt heute natürlich sehr, dass das in euer Museum übergeht. Ja, ich möchte mich natürlich an dieser Stelle jetzt auch nochmal oder jetzt ganz offiziell aufs Allerherzlichste bedanken, und ich fühle mich oder wir fühlen uns unglaublich geehrt, dieses Werk in unserem Museum jetzt zu haben und auch eine Stelle zu sein, wo wir das auch verleihen an andere Ausstellungen, wenn wir angefragt werden. Das ist zunächst mal gesagt. Bevor wir jetzt in die einzelnen Aspekte, oder wo ich gerne mit dir in die einzelnen Aspekte einsteigen möchte, und vielleicht ist der erste Aspekt tatsächlich die Frage der Existenzialität und der Existenz und die Frage nach der Identität und des Sinns überhaupt, möchte ich dennoch unser Gespräch noch verorten, weil vielleicht schaut man es in 2 Jahren, in 5 Jahren an und denkt sich 2023, was war da? Und was war da in diesen Tagen, wo wir dieses Gespräch führen? Wir fühlen, dass wir in einer Weltsituation sind, die kollabiert. Wir fühlen nicht nur die Probleme dieses Klimawandels, sondern wir fühlen, dass gesellschaftlich etwas kippt. Du kommst aus Hessen, wo die AfD unglaublich viel Stimmen gewonnen hat, in Bayern ähnlich, bald die nächsten Wahlen, Deutschland rutscht ab. Wir sind in einer Zeit, in Tagen, wo terroristische, brutalste Akte in Israel passiert sind, und wir schauen kurz davor, wie wird der Rachefeldzug aussehen. Das heißt, wir sind in einer Situation von Krieg als Weltpolitik, in der weltpolitischen Situation. Und in dieser Situation führen wir jetzt das Gespräch. Das möchte ich jetzt nur sagen, damit uns nicht irgendjemand unter Anzeichen vorwerfen könnte. Wir reden über Jugendidentitäten, die vielleicht interessant sind und einfach so eine Sinnfrage thematisieren. Nein, ich glaube, dass gerade die Arbeit, die da draußen auch zu sehen war, in einer Umhüllung in einer von Lorenz Estermann und auch die in den 3 Zellen drüben, als Jugendliche befragt wurden, wie das in diesem sogenannten migrantischen Milieu oder von dir und von euch befragt wurden, wie das war. Und ich habe das Gefühl, dass das, was du thematisiert hast, bereits vor 15 Jahren, jetzt irgendwie eintrifft.
Vielleicht können wir mit dieser Fragestellung einsteigen, das Existenzielle zum einen tatsächlich auch immer im Hintergrund, es reicht ins Metaphysische hinein, dazu werden wir auch noch kommen, aber ich glaube, selbst in diese brutalste weltpolitische Situation, die wir verfühlen und die für so viele die Realität ist, wie ist dieses Verhältnis, wie würdest du das jetzt in der Reflexion auch zu deinem Werk sehen? Ja, diese Frage eben nach Existenz und der Bedrohung menschlicher Existenz ist eigentlich ganz zentral in diesem Werk. Also die Frage, wie kann man leben, wie kann man auch überleben, ist da natürlich ganz, ganz zentral gestellt. Und du hast die Liquid Identities angesprochen, die vor tatsächlich ungefähr 15 Jahren entstanden sind. Da war es für mich halt die Frage, wie können junge Menschen in einem zutiefst benachteiligten Umfeld, wie können die eigentlich leben, wie können die diese Beschädigung, die sie auch strukturell erfahren, wie können die damit umgehen? Was haben die für Mechanismen, was können sie dem entgegensetzen? Und auch in diesem Projekt steckt natürlich diese Frage des Lebens und Überlebens auch ganz intensiv mit drin. Das war immer eine Fragestellung, die soziale Aspekte, wie du sie jetzt gerade irgendwie angesprochen hast, irgendwie Fragen von Gesellschaft, irgendwie von friedlichem Zusammenleben, von unglaublichen Herausforderungen, die waren für mich immer entscheidend auf einer existenziellen Ebene. Also nicht auf einer sozial-moralischen Ebene, sondern mich hat immer interessiert, wie kann man sozusagen diesen unglaublichen Bedrohungen und Zumutungen, denen menschliches Leben ausgesetzt ist, wie kann man denen widerstehen? Wir haben ja hier ein Kapitel in dem Buch, das heißt über Zuflucht und Befreiung. Und das sind eben die zentralen Themen. Das sind nicht nur die zentralen Themen von Identitätsentwicklung. Wir brauchen alle eine Art von Geborgenheit oder Sicherheit und gleichzeitig aber einen Freiraum, sonst können wir uns nicht entwickeln. Und es sind halt auch die zentralen Fragen unserer Gegenwartsgesellschaft geworden. Und das ist schön, dass Lorenz gerade hier sitzt. Es war von Anfang an, als wir uns vor fast 20 Jahren begegnet sind, waren das die Themen, über die wir selbstverständlich gesprochen haben. Weil wir auch wussten, dass wir einfach in einer Welt leben, die sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt und dass diese Fragen auch von Zuflucht und auch von letzter Zuflucht, also so unendlich bedroht zu sein, dass man die ganzen Dimensionen von letzter Zuflucht, auch von vertikaler Migration mitdenken muss, um ein Kunstwerk zu machen, in dem sich andere und auch Gesellschaft wiederfinden kann. In dem Kunstwerk, das du jetzt ansprichst, nämlich den Film der letzten Zuflucht, finden wir ja auch in dieser Interaktion mit den verlassenen Städten oder verlassenen Gebäuden von Lorenz Estermann ja fast solche traumatischen Kriegsbilder bereits vorweggenommen und gespiegelt. Und du spielst zwar oder baust das collageartig ein und gleichzeitig führst du dieses Thema in die existenziellste Form von Grenze, nämlich nicht nur Grenze, was das Künstlerische angeht, vielleicht von Felicitas Hoppe oder das Philosophische von Thomas Macher, die als Überthema spielen, sondern auch was psychische oder Krankheitsformen angeht. Eine Mitschülerin von dir wurde plötzlich Opfer einer Erbkrankheit in der Pubertät oder kurz nach der Pubertät und hat die Sprache verloren, die gleichzeitig ihr Medium des Ausdrucks war. Sie war Schriftstellerin. Das heißt, das, was einem wirklich zu innerst ausmacht, dass einem das auch noch genommen werden kann. Wo man als Zuseher, als Zuseherin einfach mal reinkommt, was es heißt, überhaupt der Sprache sich selber ausmacht und dass einem das auch noch genommen wird. Was ist da die letzte Zuflucht? Also es sind also Aspekte, auch in einer psychiatrischen Klinik oder in einer Sterbeklinik, wo diese Fragen von Endlichkeit nicht einfach
wie du sagst, moralisch gestellt werden, sondern in einer Abgründigkeit, die aber jetzt nicht das heilige Nichts propagiert, sondern in einer Weise etwas offen lässt und gleichzeitig vielleicht auch hoffen lässt. Tatsächlich, ich finde das einen unglaublichen Film und auch einen unglaublichen Zugang zum Thema Grenze und vertikaler Zuflucht in einer Zeit, wo so viel von der horizontalen Zuflucht und Zuflucht als politisches Problem die Rede ist. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man hier besonders hervorheben muss in dieser künstlerischen Bearbeitung, dass das, was wir gesellschaftlich schon nicht schaffen, diese horizontale Zuflucht zu bearbeiten, mit der vertikalen Zuflucht dazu zu denken. Ja, der Film der letzten Zuflucht ist eigentlich da tatsächlich das zentrale Werk, weil er diese Aspekte von innerer letzter Zuflucht, aber auch von Aspekten die von Zuflucht auch auf einer globalen oder gesellschaftlichen Ebene gedacht, fundamental miteinander verbindet. Die Kerngeschichte ist ja die Geschichte eines Adoptivvaters, der ein schwerst traumatisiertes Kind zu sich genommen hat und der zusammen mit seiner Frau wirklich sein Leben einsetzt, um gegen all diese Traumatisierungsprozesse dem Kind eine Erfahrung von Zuflucht zu vermitteln. Und da werden diese Bemühungen geschildert, eigentlich in allen Facetten, was die Aspekte von Zuflucht nicht annehmen zu können, Grenzen von Zuflucht geben zu erfahren. Und wenn man die dann natürlich irgendwie ins Kollektive interpoliert, dann sind wir bei genau solchen Fragen. Also auch letztendlich bei einem christlichen Paradigma, nämlich sein Leben zu geben für den anderen. Was muss man eigentlich tun? Wie weit muss man gehen können, um einem anderen Menschen oder anderen Menschen Zuflucht zu geben? Und das wird in experimenteller Weise eigentlich bis zu den letzten Fragen und bis zu den letzten Abgründen in diesem Film thematisiert. Und wir sehen jetzt die Häuser von Metropolar City, von Lawrence Estermann, die für den Film so eine visuelle Ebene darstellen. Auf der einen Seite sind sie ganz klar als Modelle sichtbar. Also es geht nicht um Bilder, die jetzt irgendwie mit Found-Footage-Material Kriegsszenarien zeigen, sondern wir sind ganz bewusst irgendwie auf einer Modellebene geblieben, damit eben nicht irgendwie so ein Eindruck entsteht, man wisse, was sozusagen mit diesen Kriegsbildern, die alltäglich über den Fernseher laufen, gemeint ist, sondern dass man dazu eine Distanz hat, aber dass man irgendwie auf einer sinnlichen Ebene mit diesen verlassenen, dunklen Häusern eine Erfahrung hat von letzter Zuflucht. Und auf dramatische Art und Weise hat sich das Jahre später dann einfach erfüllt, weil das sind genau die Bilder, die wir dann aus dem Krieg in der Ukraine gesehen haben. Die zerbombten schwarzen Häuser. Und so auf dieser Ebene gibt es ganz viele Dinge, die zusammenspielen, wo auf einmal das Modell oder die persönliche Erfahrung eine Schicht herstellt, die sich dann immer wieder deckt, auch mit Erfahrungen, die wir dann in unserer Gegenwartsgesellschaft machen. Das sind Beispiele, die, du hast es schon gesagt, irgendwie wo eine Frau, die eine unfassbare Erkrankung hat, die ihr über Jahrzehnte immer mehr und mehr Möglichkeiten des Lebens, Bewegung, das Augenlicht nimmt und die trotzdem weiterhin natürlich auf der Suche ist, für sich selbst irgendwie eine innere Zuflucht zu erreichen und die dann am Ende zu so einer Aussage kommt, dass sie sagt, natürlich sind es Loslassprozesse, die von uns gefordert werden, ein Loslassen, was sich dann im Tod bündelt. Und diese Art von Erfahrung, die haben mich und Erkenntnisse haben mich eigentlich immer interessiert. Was mich da auch so überzeugt in deinem künstlerischen Werk, ist diese Form von Erfahrung, die in einer wirklich filmkünstlerischen Weise
auch mit einer unglaublichen Fähigkeit, die Kamera einzusetzen, die Art der Kameraführung, das Bild verschwinden zu lassen. Die Frau Gesse hat schon gesagt, in Schwarz zum Beispiel, das du ja öfters einsetzt, das ist alles sehr bewusst kalkuliert, wie das natürlich ein guter Regisseur macht, aber bei dir ist es noch einmal eine künstlerische Form, wie ich finde. Wir werden dazu vielleicht auch noch mehr kommen. Diese Form, Erwartungen auch in einer Weise zu durchbrechen oder bewusst auch gegen den Mainstream anzudrehen oder auch anzuschreiben, hast du ja auch mehrfach in deinem frühen Werk auch gehabt, aber es hat eine erste Kulmination erfahren dann in dem ersten der drei großen Filme, nämlich im Film der Antworten, wo es, wie der Film schon sagt, nur um Antworten geht, aber deine Fragen sind nicht zu hören. Und diese Fragen sind auch nicht so, wie man es vielleicht von einem zeitgenössischen Künstler oder zeitgenössischen Filmemacher erwarten würde. Es geht also darum, dass du Nonnen abgebildet hast und du hast nicht die Fragen gestellt, die man üblicherweise Nonnen stellt, wie ist ihr Verhältnis zur Welt, wie ist das Verhältnis zur Sexualität und so weiter und so, oder wie außerordentlich muss man sein, dass man überhaupt vorkommt, was Klöster öfters machen und in diese Falle tappen, weil sie natürlich auch in Massenmedien, im massenmedialen Kontext ihrer Berufung nachgehen und manche fallen da auch rein. Nein, du hast sie tatsächlich in diese Existenzialität auch hineingelassen, was die Frage vor allem, hat es tatsächlich einen Sinn, was ich da mache? Gibt es Gott überhaupt? Und wie hoch ist das Preisgeld, das ich dabei einsetze? Man kommt also quasi wirklich in eine andere Welt hinein, wenn man sich in diese 4 Stunden hineinbegibt. Und dieses Werk hatte auch eine breite Resonanz, weil es nicht nur in der Zeche Zollverein jetzt das erste Mal zu sehen war, bei uns glaube ich zum zweiten oder dritten Mal, sondern dieses Werk hat auch eine Rezeptionsgeschichte, das zunächst unter Anführungszeichen kirchliche Institutionen, museale Institutionen das eher abgelehnt haben, weil das zu direkt war, und museale Institutionen abgelehnt haben, weil das einschlägig Nonnen darstellt. Das heißt, dieses zwischen den Stühlen sitzen mit der Thematisierung eines solchen Bildbegriffs, sage ich jetzt mal abstrakt, hast du sehr radikal erfahren müssen, wiewohl es dann später nämlich eine große Resonanz hat. Ja, vielleicht kannst du dazu auch einige Worte verlieren. Ja, beim Film der Antworten war natürlich die besondere Herausforderung, dass man eine Nähe zu den Schwestern, die auch über eine wirklich fast exzessive Verwendung der Großaufnahme stattfindet, im Bild herstellen musste. Aber ich musste natürlich auch, um etwas über dieses Lebenskonzept in seiner Radikalität zu erfahren, musste ich einfach den Schwestern nahe kommen. Wenn ich da jetzt mit einer Distanz herangehe und sage, mal gucken, was sich mir da zeigt, und vielleicht kann ich das Ganze dann auch einfach irgendwie in so einer Schwebe positionieren, dann wird man der Radikalität dieses Lebens nicht gerecht, weil sich natürlich diese Prozesse in inneren Strukturen abspielen. Und um da hineinzukommen, muss das Ganze von einer Nähe und auch einer Zuneigung getragen sein. Und das führt dann dazu, dass das vielleicht irgendwie in den Augen von kritischen, säkularen Betrachterinnen dazu führt, dass das irgendwie affirmativ wirkt. Aber es geht natürlich darum, etwas über das Lebenskonzept zu verstehen. Und der Film zeigt das ja. Da sind Schwestern, die über Jahre, obwohl sie in einer Ordensgemeinschaft leben, die ja per se auf Gott ausgerichtet ist, auf den permanenten Dialog mit Gott, auf ein Leben als religiöses Experiment, nicht an Gott glauben. Und wie fühlt sich das an? Also diese Frage zwischen, werde ich gehalten oder bin ich haltlos,
das lässt sich eben nur aus einer Nähe heraus verfolgen. Wenn ich da Musterbeispiele aus der Massenkultur anwende, dann reproduziere ich natürlich nichts anderes als die Klischees. Und deshalb habe ich auf diese Fragen verzichtet und auch auf Einstellungen, was das filmische Bild angeht, verzichtet, die so eine Distanz, so eine Beobachtbarkeit, fast wie in so einer Art qualitativen Forschung hätten hergestellt. Sondern ich habe einfach auf eine Nahaufnahme gesetzt, weil dann eben doch das Gesicht, das Angesicht das ist, wo man zumindest die Möglichkeit hat, eine Nähe herzustellen, aber wiederum permanent gebrochen mit Schwarzbildern, mit die auch sehr unvermittelt kommen, fast nach so einer kontingenten Struktur, dass man die Muster des Mediums oder der Herstellung dieses Mediums eben nicht so ohne weiteres nachvollziehen kann. Dass das Medium selber brüchig wird in dem, was es herstellt, sich in seiner Inkonsistenz und auch in seiner Fragwürdigkeit immer wieder auch selbst entlarvt. Und dadurch aber gerade dann eine Nähe zu dem Gesagten und auch zu den Menschenbildern herstellen zu können. Diese Nähe, die natürlich über das Gesicht, über das Antlitz, in dieser Großaufnahme mit den Schwestern von dir ins Bild gesetzt wurde, das ist ja im Medium des Gesichts und Porträts ja ein durchgehendes Motiv auch deiner Arbeiten. Ob das jetzt die nach Sinn suchenden jungen Menschen sind, nicht nur junge, sondern solche, die tatsächlich eine große Sinnkrise durchlebt haben und in dieser Arbeit Sinn das versuchen in Sprache zu bringen, was sie dann doch veranlasst hat, am Leben zu bleiben und diese Sinnkrise zu überwinden. Eine frühe Arbeit von dir bis hin zu einer mehrteiligen Arbeit, die Porträts 1.13 heißt, wo das Wort Porträt angesetzt ist, schon im Titel, aber diese Version 1.13, die wir aus Computer-Updates kennen, aber jetzt quasi entnommen ist aus dem 1. Korintherbrief 1.13, ja? Wo es im 13. Kapitel heißt, jetzt schauen wir durch einen Spiegel, dann schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Thomas Macho hat diese Arbeiten, wie auch den Film der Antworten, diesen Begriff eschatologische Porträts genannt. Und diesen Film Porträts 1.13 hast du gemeinsam mit Joachim Hake gedreht und gemacht, der lange Direktor oder seit vielen Jahren Direktor an der Katholischen Akademie in Berlin gewesen ist und ist. Und wo dieser theologische Aspekt wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt hat. Aber die Geschichten, die du herausziehst aus so unterschiedlichen Berufsfeldern wie Schriftstellerin, Philosoph oder Wanderer oder Theologe oder oder Zeitungsjournalist, wo diese unterschiedlichen Menschen je auf ihre Weise mit Grenzerfahrungen umgehen und diese Grenzerfahrungen so erzählen, dass einem manchmal halt richtig auch mulmig und gleichzeitig humorvoll auch dem zu folgen ist, wie etwa bei Bücher oder bei Hürlimann in seinem Porträt. Vielleicht ein paar Sätze zu dieser Form des Umgehens mit ersten und letzten Fragen. Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Umfeld, in dem man sich da gerade mit diesem Medium bewegt. Auf der anderen Seite bildet das Medium das aber auch ab. Wir haben es ja immer sozusagen mit einer konstruierten Wirklichkeit zu tun. Also dieser klassische Irrtum, dass wir glauben, das Medium Film bildet die Wirklichkeit ab, hat natürlich auch mit diesen Fragen zu tun. Ja, also die Art und Weise, wie das Medium selber eine Wirklichkeit konstruiert,
Das hat man dann eben auch in den Auseinandersetzungen, wenn jemand in diese Bereiche hineingeht, die uns eigentlich von den Erkenntnismöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Und trotzdem entsteht aber dann eine andere Art von Wirklichkeit in diesem Nachdenken über Tod oder ewiges Leben oder was kann ich sehen, wie weit kann ich an Erkenntnisse herankommen in diesen Konstruktionen, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass das Spekulationen sind, stellt eine Wirklichkeit her oder auch im Zusammenspiel mit dem Medium dann einen Wirklichkeitsclash, dass man aber wieder die Bruchstücke von Erkenntnissen haben kann. Und mir ist das aber sehr bewusst, irgendwie, wie schwierig das ist, ja? Also einen Menschen nach seiner Vorstellung von dem ewigen Leben zu fragen. Und trotzdem ist es etwas, was aber zum Menschsein gehört, was eine Frage ist, die man auch irgendwie nicht wegkriegt, ja? Sondern die einfach an uns haften bleibt, auch wenn irgendwie das für die Gegenwartsdiskurse keine Rolle mehr zu spielen scheint. Und trotzdem ist es eben etwas, was da ist und was, wenn es sozusagen um existenzielle Blicke geht, einfach zwangsläufig dazugehört. Was mir auch im Durchlesen dieses wunderbaren Opus aufgefallen ist, beziehungsweise auch in der Kenntnis deines filmischen Werkes, ist, dass es mehrfach so etwas gibt wie ein künstlerisches Porträt. Öfters kommt die Schriftstellerin Felicitas Hoppe vor, die auch hier war während der Ausstellungszeit, wo du einen Dreikanal-Film mit ihr, gemeinsam mit Philipp Held, gedreht hast. Aber nicht nur Felicitas Hoppe, auch Theresia Meurer zum Beispiel. Was fasziniert dich an diesem Zugang, Künstlerinnen zu porträtieren? Ja, weil das sind natürlich Fragen, die sich auch für mich selbst immer mitstellen. Und im Fall von Theresia Meurer und Felicitas Hoppe ist das eben auch so eine Art von innerer Kongruenz, die dann aber nochmal im Porträt, also in der Fokussierung irgendwie auf die Abbilder nochmal verwandelt wird. Also ich kann ganz viel von meinen eigenen Fragen dann in den Auseinandersetzungen von Felicitas Hoppe oder Theresia Meurer entdecken. Dabei geht es vor allen Dingen natürlich auch um Fragen, was kann Kunst, wir haben ja diese Frage auch im Rahmen der Retrospektive gestellt, was ist ihr überhaupt noch zuzutrauen? Ja? Und wie geht man um mit einer Gegenwart, die auch versucht, irgendwie Kunst immer weiter zu verzwecken oder auch massenmedialen Diskursen und Mustern zu unterwerfen, wo das eben Positionen gerade von Felicitas Hoppe sind, die immer wieder die Kunst als den eigentlichen Freiraum, als den eigentlichen Sprachraum, wo überhaupt noch gesprochen werden kann, wo überhaupt noch die Möglichkeit ist, eben nicht in diese Rollen, die man zugeschrieben bekommt von einer sich immer weiter verdichtenden Massenkultur, die eigene Codes verwendet, die dann wiederum irgendwie dazu führen, dass das Masse immer weiter verdichtet wird. Und das sind eben die Frei- und Sprechräume. Das ist sozusagen wieder dieser andere Aspekt von Zuflucht und Freiheit oder Befreiung, die ich dann in den Begegnungen suche, nämlich dieser unglaubliche Freiraum, der in der Kunst zu finden ist. Und der wird da in diesen Porträts halt voll und ganz sichtbar und ausgeschöpft. Aber du hast diesen Freiraum, wenn ich dich richtig verstehe, noch einmal weiter getrieben oder die Frage nach dem Freiraum in deinem bislang oder tatsächlich vielleicht letzten Werk in dieser Form deines künstlerischen Arbeitens, weil du tatsächlich behauptest, das ist jetzt mal abgeschlossen, weil auch darüber hinaus, bezogen jetzt auf das Werk, worauf wir jetzt zu sprechen kommen, nichts mehr gesagt werden kann. Das ist fast schon Anselm von Canterbury, ja? Worüber hinaus nichts mehr gesagt werden kann. Da sind wir wirklich in Welten,
oder in Dimensionen, die man im Mittelalter dem Gottesbegriff zugeschrieben hat. Aber wir reden von Freiraum, die Bearbeitung des Freiraums in einer Zeit, die immer enger geworden ist, nämlich die späten 30er und beginnenden 40er Jahre, damals in Amsterdam. Aber man kann genauso sagen, Berlin, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien. Und ich sage nur jetzt tatsächlich das so dazu, weil diese Welle an Veränderung, politische Veränderung, was ich mir nie vorstellen hätte können in meiner jüngeren Vergangenheit, dass so etwas wie eine Welle an das Gefühl, es läuft falsch, daherrollt, wie jetzt. Aber bezogen auf die Zeit, die ich ursprünglich angesprochen habe, nämlich 1940, 1941 in Amsterdam, eine junge Frau, Etty Hillesum, die in der bedrängten Situation, in der Jüdinnen und Juden durch die Nazis waren, einen Freiraum sich erarbeitet oder gelebt hat im Schreiben. Im Schreiben des Tagebuchs, was vielleicht viele gemacht haben. Aber dieses Tagebuch ist eben noch überliefert, aber es ist ein Schreiben und ein Ringen mit Gott. Also Fragen an ihn, der nicht die klassische Theodizee abbildet, sondern die versucht, Sätze zu sagen, wie wir müssen ihm helfen, nicht er uns oder so. Ja? Wir haben im Sommersemester mit der Theologischen Fakultät auch hier eine Lehrveranstaltung abgehalten mit jungen Theologinnen und Theologen. Und ich habe sie da auch dann dementsprechend mit diesem Film in Beziehung gesetzt und die haben auch Texte verfassen müssen darüber. Und das war natürlich auch ein sehr lehrreicher Prozess. Aber jetzt, das sind jetzt nur Rezeptionsvorgänge während der Ausstellung, die ich natürlich auch sehr beglückend finde. Noch einmal die Frage, wie bist du an diese letzten Freiräume herangegangen? Was hat dich an diesem Werk so fasziniert, dass jetzt ja auch in dieser ganzen Tagebuchform, genau an dem Abend, nämlich als wir diese Veranstaltung Kunst, Zuflucht und Befreiung im Minoritensaal am 8. März hatten, veröffentlicht wurde. Aber du bist ja so etwas wie ein Pionier, würde ich sagen, dieses Werk auch künstlerisch zu bearbeiten. Ja, das war natürlich der mit Abstand schwierigste Arbeitsprozess überhaupt. Also ich habe zusammen mit meiner Frau Peggy die Tagebücher gelesen und die haben uns unglaublich fasziniert, weil es einfach so eine Dimension eröffnet von auch wiederum natürlich irgendwie von letzter Zuflucht, aber in einer gesamtgesellschaftlichen Struktur, die wir uns alle nicht vorstellen können, in einer Totalität des Grauens, einen Freiraum aufrechtzuerhalten durch ja, letztendlich künstlerische Verfahren, durch ein Schreiben. Man merkt auch, dass diese Tagebücher, dass das Poesie ist, dass es da nicht nur geht, darum Erfahrungen abzuarbeiten, sondern das ist ein künstlerischer Freiraum. Und natürlich im Dialog zu bleiben, also in dem Fall mit Gott. Und auf der anderen Seite war uns klar, dass es eigentlich unmöglich ist, das irgendwie zu verfilmen oder überhaupt zu bearbeiten. Aufgrund natürlich der Frage, was soll man denn da für eine Bildebene einziehen? Jede Bildebene, die man da hätte eingezogen, hätte zwangsläufig assoziative Ebenen hergestellt und damit auch zu einer Relativierung beigetragen, was natürlich undenkbar war.
Und dann erstmal überhaupt irgendwie zu einem Verfahren zu kommen, dass man über diese Texte sprechen kann, dass man sie ins Bild setzen kann. Das war eigentlich ein ganz unglaublich schwieriger Weg. Wir haben uns dann für so eine Art performatives Verfahren entschieden, dass die Texte im Bild hergestellt werden. Sie werden gelesen, aber auch von einer bestimmten Art und Weise irgendwie dargestellt von Martina Gedeck. Und auf der anderen Seite das Medium an seine Grenzen zu bringen. Also zu zeigen, wenn wir darüber sprechen, was unglaublich schwierig ist. Also es findet ja auch ein Aneignungsprozess mit allen Komplikationen, die wir jetzt auch in den Gegenwartsdiskursen über Appropriation und so weiter auch führen. Also wie darf ich mich so einem Material nähern? Das war mit Sicherheit irgendwie das Schwierigste und zwar für uns nur lösbar, indem wir sagen, wir bringen auch das Medium an seine Grenzen. Was im konkreten Fall heißt, dass wir das Bild so bearbeitet haben, diese performative Situation, dass es da auch wieder Phasen gibt, wo man nicht genau weiß, kommt das Bild wieder zurück? Findet die Übertragung auch des Textes weiter statt? Also das Medium so brüchig zu machen, dass auch da wiederum die Grenzen irgendwie des Zeigbaren aufgezeigt werden. Und das war natürlich einer der schwierigsten Prozesse, auch sich dazu zu positionieren, ja, in dieser Zeit, die du gerade irgendwie beschrieben hast. Auf der einen Seite darauf hinzuweisen und trotzdem aber nicht irgendwie ein Prozess einzuleiten, wo man so das Gefühl hat, Etty Hillesum ist jetzt unsere Freundin geworden oder so, was ja auch tatsächlich irgendwie in so massenmedialen Strukturen passiert, sondern da sich dem ganz nahe zu kommen und trotzdem spürbar werden zu lassen, dass sie auch für uns die ganz andere bleibt, deren Leben wir nur bedingt verstehen können. Das war sozusagen besonders herausfordernd. Und du kennst ja die Texte und jeder, der die Texte von Etty Hillesum kennt, weiß, wie weit sie damit geht. Ja? Also an was für Grenzen sie kommt. Und das im Zusammenspiel irgendwie mit allen medialen Prozessen und allen Überlegungsprozessen hat sich dann tatsächlich einfach wie ein Endpunkt angefühlt und fühlt sich nach wie vor so an. Ja, das wollen wir jetzt dann auch so hinnehmen oder auch, auch so stehen lassen. Ein Endpunkt, der etwas mit Loslassen auch zu tun hat. Ich finde, das Wort Loslassen kommt in den Gesprächen, die wir in letzter Zeit geführt haben, auch sehr oft vor. Loslassen unter der Voraussetzung der Filme, die du und mit deiner Frau gemacht haben, auch mit Installationsbauten mit Lorenz, wo du so viel von dem auch vorausgesagt hast, was gekommen ist oder was kommt. Und loslassen auch von Narrationen, von Existenzen, die gerade in diesem Prozess loslassen zu müssen oder loslassen gemusst zu haben, Reflexionen auslösen können, oft Jahrzehnte später. Und letztendlich ist das ja auch, was wir der Kunst zutrauen oder was wir einem Museum zutrauen. Dass wenn wir sagen, ein Museum hat Sinn, dass man Kunstwerke dort aufbewahrt, weil sie nicht nur etwas Vergangenes retten wollen, sondern weil sie eine Gegenwart abbilden, die in dieser gestalteten Struktur, wie das Künstlerinnen und Künstler machen und wie das du und ihr jetzt in den Filmen gemacht habt, für später so etwas wie Hilfe auch sein können, Trost sein können, eine Lebensdeutung sein können und auch eine Möglichkeit,
die eigene Existenz und das eigene Weltverständnis und das soziale Weltverständnis auch zu transzendieren. Das erwarte ich mir eigentlich auch von der Tatsache, dass diese Filme jetzt in unserem Archiv sind, auf einer Festplatte gespeichert, die wir alle 10 Jahre wahrscheinlich neu speichern müssen, weil diese Endlichkeit auch der Daten stattfindet. Aber die Fragen, die du gestellt hast über die Existenz, über die Sinnhaftigkeit des Lebens, über die Möglichkeit in dieser Form des Lebens mit Dimensionen von Glaube auch zurechtzukommen, des Zweifelns zurechtzukommen, der Hingabe zu bedenken, bis eben auch in die Sphären hinein diese Hingabe als vollkommen nutzlos erlebt zu haben, wo solche theologischen oder fast nicht mehr in den Mund zu nehmende Begriffe wie Gnade auch ins Spiel kommen. Das finde ich ganz, ganz außerordentlich und das finde ich ganz, ganz so bewegend, dass ich meine innere Freude wirklich zum Ausdruck bringen möchte, dass es dieses Werk von dir hier gibt. Und deshalb möchte ich mich da jetzt an der Stelle auch noch wirklich meinen tiefsten Dank aussprechen, auch für die Zeit nachher, wo wir alle nicht mehr sind, wo du nicht mehr bist und wo ich nicht mehr bin. Und wo man vielleicht die Fragen stellen wird, was hat dieser Thomas Henke in den ersten 2 Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts filmisch bearbeitet? Und das finde ich dann wirklich eine Form von Kunst, die tradierbar sein muss und die den Begriff von Tradition, an dem die Kirche unter anderem auch sehr hängt, weil sie eine Geschichte erzählt, die über Jahrtausende geht. Und in dieser Etappe hast du da in dieser Form eine Geschichte, Kunstgeschichte und auch Religionsgeschichte mitgeschrieben, das finde ich. Und das möchte ich nicht nur dick genug unterstreichen, sondern eben noch einmal meinen Dank zum Ausdruck bringen. Kompakt dargestellt in diesem Buch, worüber wir alle sehr glücklich sind, in der Hoffnung, dass es viele Leserinnen und Leser finden wird. Im Kanz Verlag, Katja Kanz Verlag Berlin erschienen, bei uns auch zu bestellen, auch in jedem Buchhandel zu bestellen. Das wird sehr professionell vertrieben, wie ich erfreulicherweise gehört habe. Danke. Überhaupt danke, ganz nüchtern noch einmal nach Graz zu kommen, auch Ihnen nach Graz gekommen zu sein und ja, auf ein gutes Wiedersehen. Ja, vielleicht noch, wenn es dir recht ist, sagen die, das hat nochmal sehr, sehr viel in mir jetzt gerade ausgelöst, was du gesagt hast und auch wirklich mich gerührt und ich bin dir da sehr, sehr, sehr dankbar. Auch natürlich jetzt für diese Möglichkeit, dass all das, was du beschrieben hast, die Möglichkeit, dass eben dieses Werk irgendwie weiterleben kann und vielleicht gerade erst irgendwie, wenn irgendwie Fragen mit einer anderen Dringlichkeit gestellt werden, vielleicht erst recht nochmal zum Leben kommt. Was mir dabei nochmal als Gedanke ganz, ganz wichtig ist, dass eben die Antworten, die all diese Filme geben, offen bleiben. Also so ein dialektisches Prinzip wird an keiner Stelle aufgegeben. Und das ist mir so wichtig, dass wir trotzdem, dass wir uns in Krisenzeiten befinden und immer mehr Ängste entwickeln, dass wir eben nicht diese Fähigkeit, das Ganze aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und am Ende uns dieser Offenheit und auch dieser Ratlosigkeit und Rätselhaftigkeit, dem Geheimnis dieses Lebens immer überantworten können, ohne zu einfachen Lösungen zu kommen, indem man entweder an fundamentalistischen Überzeugungen festhält oder ganz einfache Antworten gibt, sondern dass eben trotz Krise es
möglich bleiben muss, offene Fragen zu lassen. Und das wünsche ich mir natürlich auch, dass das genau so in die Zukunft wirken kann. Ja, wir haben darüber gesprochen, es ist tatsächlich eine Art Endpunkt. Ich habe das Gefühl, dieses Haus der letzten Zuflucht, was einfach das Thema ist, dem Peggy und ich unser Leben gewidmet haben, ist fertig gebaut. Und es lässt sich dem auch so ohne weiteres irgendwie jetzt nichts mehr hinzufügen. Und ich habe das spaßeshalber zu Lorenz schon gesagt, wir werden in diesen Zeiten, nämlich der Krise, sicher nicht mehr anfangen, an dieses Haus noch einen Wintergarten anzubauen. Du hast jetzt, hältst auch sozusagen die Schlüssel zu den Wohnungen in der Hand und kannst sie nach Belieben weitergeben. Und ich freue mich darauf, irgendwie zusammen mit Peggy, mit Lorenz, mit Jena, mit allen, die an diesem Werk einen ganz großen Anteil haben. Ich freue mich darauf, wer dort einziehen wird und wie das so sein wird. Danke. Applaus